Yo Leute, was geht? Maru hier und damit willkommen zum neuen Video, Freunde. Ist schon ein bisschen her, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt auch bitte gerne bis zum Ende dran. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen, die für euch interessant sein könnten. Aber vorweg, Leute, wir fangen an mit der neuen Information. Und zwar gibt es den Namen des nächsten Naruto-Games höchstwahrscheinlich, beziehungsweise den Folgeteil der Storm-Reihe. Folgeteil von Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Es wird kein Storm 5, beziehungsweise es wird nicht Storm 5 heißen, sondern Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, Leute. Die Connections, ihr wisst Bescheid. Hab Connections mit Boruto und Naruto. Freunde, die Verbindung von Boruto und Naruto wird es höchstwahrscheinlich sein im Folgeteil. Und es wird ein neues Ultimate Ninja Storm Spiel höchstwahrscheinlich geben. Shoutout Leute an Gematsu, ich lasse euch einen Link in der Videobeschreibung da. Da hieß es, dass Bandai Namco eine Trademark, also den Namen, registriert hat für Europa, und zwar Ultimate Ninja Storm Connections. Was das jetzt heißt, Leute, was das jetzt für Storm 5 heißt, ich hatte ja schon ein paar Videos gemacht zu Storm 5. Das eine Infovideo mit den Leaks dazu, Leute, lasse ich euch auch in der Videobeschreibung da, falls ihr es noch nicht kennt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und Freunde, es wird darauf hinauslaufen, meine Vermutung, dass wir jetzt keinen Naruto Ultimate Ninja Storm 5 kriegen, wie anfangs vermutet, sondern es wird einen Zwischenteil geben. An die Leute, an die alten Hasen von euch, die die alten Storm-Teile gespielt haben oder sich mit der Reihe auskennen, Leute, die ihr wisst Bescheid, ab Storm 2 gab es immer einen Zwischenteil, also zwischen Storm 2 und Storm 3 hatten wir Naruto Ultimate Generations, zwischen Storm 3 und Storm 4 hatten wir Naruto Ultimate Revolution, und jetzt wird es wahrscheinlich, meine Vermutung, zwischen einem Storm 4 und einem Storm 5 einen Naruto Ultimate Ninja Storm Connections geben. Was halt heißt, dass das ein Zwischenteil wird und Storm 5 noch nicht erscheinen wird, sondern es wird halt noch dauern, bis Storm 5 kommen wird. Wie lange? Keine Ahnung, wie viele Jahre. Aber der nächste Storm-Teil wird höchstwahrscheinlich dann Naruto Ultimate Ninja Storm Connection, was halt sozusagen so ein Lückenfüller ist, sage ich jetzt mal. Warum Lückenfüller? Die Zwischenteile waren nicht besonders krass ausschlaggebend im Vergleich zur Hauptreihe, was die Story etc. angeht. Da war der Fokus überwiegend, fand ich immer, im Multiplayer-Bereich, was nichts Schlechtes ist. Aber es waren so, fand ich immer, Teile, die ganz nett waren, konnten aber, wie gesagt, mit den Hauptteilen Storm 2, Storm 3, Storm 4, finde ich nie mithalten. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie die an das Ganze rangehen werden. Ich hoffe trotzdem, dass es ein unfassbar geiles Spiel wird, auch wenn es jetzt kein Storm 5 ist. Vielleicht wird es sogar Storm 5, aber das wird halt dann einfach nicht Storm 5 heißen. Das kann auch gut möglich sein. Also, dass es kein Zwischenteil ist, sondern ein Hauptteil. Aber es heißt halt nicht mehr Storm 5, weil Storm 4 die Reihe beendet hat. Das kann natürlich auch noch sein, Leute. Aber ich glaube, wahrscheinlich wird es halt so ein Zwischenteil. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, was für eine Story die machen werden, ob das dann eine reine Boruto-Story sein wird, ob das so ein Mix ist. Was man aber charaktertechnisch sagen kann und Multiplayer-technisch, und das ist für mich und denke ich für euch vielleicht auch interessanter, dass die halt natürlich jetzt dementsprechend ein ziemlich großes Pol haben. Extrem viele Möglichkeiten, wie mein perfektes Storm 5 oder Storm Connections, ich muss ein bisschen gucken, ich komme auf den Namen immer noch nicht klar, wie mein Teil davon aussieht. Dazu gibt es auch schon ein Video, Leute, was ein bisschen länger geht. Was ich mir so wünschen würde, grundlegend das Wichtigste, wie gesagt, Netcode, Multiplayer, Server müssen einfach stimmen bei einem Beat'em'up, bei einem Kampfgame. Da muss einfach die Connection stabil sein. Es darf keine Input-Delays etc. geben. Also Stichwort Rollback-Netcode wäre an der Stelle sehr, sehr geil. Aber ich weiß nicht, ob Cyber Connect 2 da so weit ist, was die Technik angeht, ob die da Bock drauf haben. Ich würde es mir wünschen, Freunde. Und in dem Sinne waren das die Infos zu dem neuen Storm-Teil. Ich halte euch up to date. Ich finde es eine wichtige Information, weil dadurch haben wir nochmal aus seitens Bandai Namco, beziehungsweise offizielle Seite, was ja anfangs nur Leaks und Gerüchte waren, jetzt nochmal die Bestätigung, dass halt ein Name zu dem Spiel gesichert worden ist oder zu dieser Spielereihe. Und dementsprechend, ja, bin ich gespannt wahrscheinlich, ob wir im nächsten Jahr die Infos dazu bekommen. Es gab ja auch noch, es soll ja noch im Dezember auch eine krasse Naruto-Ankündigung geben. Vielleicht könnte das auch mit dabei sein. Ob das jetzt die große Naruto-Ankündigung wird, denke ich nicht. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber vielleicht können die das ja koppeln oder vielleicht kommen da mehrere Infos raus. Darunter vielleicht auch ein neuer Trailer,
für so ein Spiel, so ein neuer Announcement-Trailer etc. Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. An der Stelle, wie gesagt, YouTube gerade ein bisschen ruhiger. Ich warte noch auf One Piece Odyssey, was im Januar kommen wird. Da freue ich mich drauf. Und Freunde, umso wichtiger, schaut unbedingt bei Twitch vorbei. Dieses Wochenende, Pokémon kommt raus. Ich bin aktiv am Start, als auch God of War. Ich werde in den nächsten Tagen öfter live gehen, fast täglich, weil ich auch nächste Woche ein bisschen mehr Zeit habe. Kommt auf jeden Fall vorbei, Leute, wenn ihr auch Pokémon zockt, lasst zusammen grinden, wird witzig. Und ansonsten, Leute, noch ganz wichtig, es gab eine Gewinnspielauflösung. Ich lasse euch da einen Screenshot mit rein. Die Zuschauer, die haben sich bei mir noch nicht gemeldet. Leute, ihr habt bis Ende der Woche Zeit, meldet euch bei mir. Ich brauche eure Kontaktdaten fürs Gewinnspiel. Ansonsten werden andere Gewinner diesbezüglich ausgelost. Und ja, Freunde, so viel dazu. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Matoxi. Ciao.